Servus, aber der Link. Ja, hier aus dem Wald. Ja, so habe ich gestern ein bisschen meinen Gierbunker aufgeräumt, ein bisschen neu sortiert für die neue Ausrüstung jetzt im Jahre 2023, für den Sommer-Herbst. Da kommt übrigens demnächst auch ein Video, da wird alles genau erklärt, ist ein bisschen was Neues dabei und sehr viel, ja, erfahrene und erprobte Ausrüstung. Aber dazu später mehr. Es ist so, ich bin auf einen Beitrag gestoßen, da mich richtig schämen, dass ich den noch nicht gemacht habe für euch. Der ist eigentlich ultimativ wichtig. Also einer der wichtigsten Sachen überhaupt beim Outdoor Bushcraft Survival, was weiß ich. Und zwar Kaffee. Sorry, ich habe es irgendwie vergessen, habe das in meinen Videos immer gezeigt, wie ein Kaffee machen, mal so, mal einen Cowboy Kaffee und so weiter und so fort. Aber noch nie richtig einen Beitrag gemacht, wo man einfach mal nachschauen kann, wie macht der Weidler seinen Kaffee draußen, was hat er für Erfahrungen gesammelt mit diesem Gerät oder diesem Pergulator, wie man sagt. Und das werden wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Ich habe ein paar Sachen dabei, die wir eigentlich relativ häufig hernehmen, abwechselnd einmal. Überwiegend wisst ihr, machen wir immer Cowboy-Kaffee und möchte einfach in diesem Video hier meine Erfahrungen weitergeben. Wirklich eine große Schande, dass ich da nie einen Beitrag drüber gemacht habe, weil Kaffee einfach so elementar wichtig ist für viele von uns. Also ich tippe jetzt echt einmal 90% trinken Kaffee. Ich trinke auch sehr viel Tee, das wisst ihr, aber auch sehr gern Kaffee. Da habe ich auch einiges entwickelt bei mir in letzter Zeit, dass ich den Kaffee ein bisschen anders zubereite und das möchte ich jetzt auf jeden Fall in dem Video ein bisschen ansprechen und zeigen, wo ich für Gerätschaften dabei habe. Kann ich euch ganz kurz einmal vorführen. Ja, vorführen habe ich jetzt gesagt. Gell? Ich bin immer noch nicht so drin, seid nicht böse. Also ich war jetzt mehrere Wochen ohne Kamera unterwegs. Eine kurze Auszeit nochmal einmal und das Ganze nutzt, um Inspirationen zu sammeln. Und von dem her muss ich erst einmal ein bisschen reinkommen. Zudem ist der Wotan stinkesauer, weil wir heute erst 15 Kilometer gegangen sind. Mittlerweile ist 12 Uhr knapp, 11.30 Uhr. Und da müssen wir nochmal marschieren. Er möchte schon wieder weiter. Aber er sollte jetzt auch mal eine Pause machen und ich werde mir einen Kaffee trinken hier, wenn ich mir schon einen zubereite und euch das ein bisschen genauer erklären, was ich jetzt hier für Gerätschaften habe und wirklich relativ häufig nutze das Ganze. Ich habe schon viele andere Sachen, so Einweg-Kaffeebeutel und so getestet, da heute wenig davon, weil einfach sehr viel Müll entsteht. Deswegen ist bei mir zum Beispiel jetzt auch zu Hause, wenn ich mir meinen Filterkaffee mache, da ist so, wenn mehrere Personen da sind zu Besuch, was sehr selten ist, kommt dann mit Schwiegermutter vorbei, geflogen mit dem Besen. Das war es dann auch schon. Wenn jemand kommt von meinen Kumpeln und so, dann gibt es sowieso meistens ein Bier. Außer er bleibt über Nacht, dann gibt es Kaffee. Und von dem her habe ich hier noch einen Filterkaffee, also ein Filtersieb aus Edelstahl, sehr fein, das finde ich sehr gut. Ich verlinke euch die ganzen Artikel unten, das sind wirklich Artikel, wo ich sage, okay, das kostet 12 Euro und so, ist echt top. Da ist es auch wieder so, dass man sagen muss, okay, wenn ich so einen Einwegfilter ist nicht, also so einen Dauerfilter nutze gegenüber Einwegfilter, Papierfilter, Größe 1 bis 6, keine Ahnung, was da gibt, spart man natürlich ein bisschen Müll und so, aber es ist sehr, sehr gering. Und die Kaffeefilter sind noch eine der wenigen Artikel, die noch relativ günstig sind, sagen wir, kriegt man 100 Stück für 1,30 Euro. Da muss man echt abwägen, ob man sich sowas kauft. Kaffeeunterschied geschmacklich ist fast nicht. Ich finde, dass mit dem Filterkaffee ein bisschen intensiver ist. Aber der ist auch sehr, sehr gut und ich nutze ihn auch sehr häufig. Habe aber auch noch Papierfilter. Dann habe ich hier noch von Seed to Meat, den habe ich schon ewig und drei Tage, also den habe ich wirklich schon 15 Jahre, glaube ich, schon sehr häufig hergenommen. Früher fast nur mit dem Kaffee gekocht. Da kann ich sagen, er ist nicht schlecht, er ist ganz gut, aber durch das Silikon habe ich immer kein gutes Gefühl dabei. Wer weiß, was da für Weichmacher drin sind und so. Man schüttet das Ganze mit brühend heißem Wasser. Wahrscheinlich passiert nichts, aber es ist einfach irgendwie, passt mir das Ganze nicht so richtig. Und von dem her habe ich diesen hier ausgesondert. Der wird sehr selten hergenommen, meistens für irgendwelche anderen Sachen zum Absieben. Aber zum Kaffee nehme ich persönlich jetzt nicht mehr her. Da ist mir Edelstahl, eventuell auch Aluminium, aber da kommen wir jetzt dazu. Jetzt habe ich die Kamera ein bisschen näher hergestellt, dass ihr das auch ein bisschen besser sehen könnt. Also das ist dieser Faltsieb, keine Ahnung, wie man genau bezeichnet, aber ja, schaut so aus. Der ist nicht schlecht, er ist ganz gut, aber aus genannten Gründen nehme ich ihn ungern her. Könnt ihr auch gerne in die Kommentarfunktion einschreiben, was ihr davon hält. Das ist jetzt hier der Sieb in Größe 4, Edelstahl, Feinsieb, sehr gut, auch spülmaschinenfest, passiert gar nichts, ist echt top. Was nutze ich jetzt noch so ein bisschen?
deswegen hier die Kamera so nah, dass ihr das auch seht. Das ist meine neueste Errungenschaft. Ich meine, ich habe alte zu Hause, aber das war keine hochwertige nicht. Und da ist ein gewaltiger Unterschied zu dieser hier. Diese Bialetti Mokka Express. Kennen sehr viele. Teste momentan sehr häufig am Tag 2-3 Mal. So um den Dreh machen wir eine kleine Tasse Kaffee. Und das ist das, wo ich momentan ein bisschen umgestiegen bin, vom Filterkaffee auf ein bisschen sächern, ein bisschen einen kräftigeren Kaffee. Und dafür von der Flüssigkeit her weniger, nicht zwei Haferl in der Früh, sondern einfach wirklich eine schöne Tasse. Der hat aber richtig Dampf, fühlt sich für mich besser an. Den kennt ihr mit Sicherheit, den habe ich sehr oft dabei. Auch. Das ist dieser Pergolator und von Esbit. Ist das gleiche Prinzip wie hier. Schauen wir uns nachher kurz an. Ich werde die zwar dann einmal anheizen, dass es einmal seht im Vergleich, wer da schneller ist und länger. Ist zwar nicht unbedingt relevant, aber ist nicht schlecht, wenn man es weiß, wer da schneller ist. Ich lege jetzt da keinen Wert drauf, weil man braucht einfach 10 Minuten gut, dass man mal einen guten Kaffee hat in der Früh. Und die Zeit sollte man sich draußen auch nehmen. Jetzt kommen wir zu der nächsten Möglichkeit, wo ich gerne Kaffee mache. Das wisst ihr, ist hier in meinem Edelstahlkessel von GSI. Kann man einen Schnaps drin warm machen, weil ich gerade sehe, ich habe immer einen Schnaps dabei. Eine Feuerwehr auf Nacht, öfter zur Übernachtung. Und ja, da ist mein ganzes Kaffeezeug drin, was ich so brauche. Und da mache ich eigentlich diesen Kaube-Kaffee. Ich will es euch ganz genau erklären, noch kurz, wie das abläuft. Und man kann auch einen Kaffee hier, wer wenig dabei haben mag, einfach Ultralight-Fraktion. Man kann auch hier einen Kaube-Kaffee abkochen. Ist überhaupt kein Problem, habe ich auch schon ein paar Mal probiert. Wasser, eine Kaffee, eine abkochen, fertig. Dann kann man gleich da raus trinken. Ist auch kein Ding. Also das sind so die Sachen momentan, wo ich gerne nutze. Den hängen wir jetzt da mal her. Vielleicht bleiben wir gleich über Nacht da. Mal schauen. Nein, schon. Und das Ganze betreibe ich draußen mit verschiedenen Brenner. Da gibt es jetzt wieder ein bisschen Werbung. Ich weiß schon. Aber ich kann nicht anders, Jungs. Ich kann nicht. Ich muss den Artikel irgendwo bei Namen nennen. Und haben wir von diesen Artikeln hier jeden selbst gekauft. Da ist kein einziger gesponserter Artikel dabei. Alle selbst gekauft, auch wenn es gesponsert wird, wird es scheißegal. Aber hier habe ich meinen Tatonga-Brenner und hier meinen Esbit-Brenner. Da habe ich schon öfter mal was gebracht auf Instagram. Welcher noch besser ist und schlechter. Die sind beide sehr gut. Der hat ein bisschen weniger Füllmenge vom Esbit, der Tatonga ein bisschen mehr. Von dem her will ich wahrscheinlich öfter den dabei haben. Der Aufsatz von N71 passt auf beiden. Das ist sehr gut, weil den habe ich da unten drin, das seht ihr ja. Aber was, also hier ist er dran, ihr seht es ja eh und ihr kennt es ja wahrscheinlich. Und was halt einfach geiler ist beim Esbit, ist dieses Messing. Also das schaut halt einfach schon geil aus, vor allem wenn es jetzt ein bisschen grintig wird und anreitig, dann ist das richtig geil. Also das schaut cool aus und die nutze ich auch, weil ich habe das Ganze schon hier auf der Buschbox Lagerfeuer Kohle in der Glut probiert, da ist gut gegangen in der Kohle. Also in der Glut ist gut gegangen, wenn man den einstellt, aber auf dem Lagerfeuer oder Buschbox wird es zu schnell heiß. Und dann haut euch den Kaffee Vollgas durch und er ist entweder wässrig oder verbrennt. Das ist geschmacklich ein Mist. Also nehmt lieber sowas her. Man kann auch Esbit hernehmen. Dann braucht man dann, wenn man den hier anheizt, 2 Tabletten Feststoff oder Festbrennstoff von Erich Schumm. Brennstoff in Tablettenform. Genau, braucht man 2 Stück und dann funktioniert das Ganze. Ich habe es ja schon mit Kienspan probiert. Das haut aber nicht richtig hin. Also das verrußt extrem danach. Aber in der Not wird es auch gehen. Genau, dann würde ich sagen, werden wir uns das jetzt einmal ein bisschen genauer anschauen. Ich werde die 2 jetzt hier aufbauen, befüllen und das Ganze auch ein bisschen erklären beim Befüllen jetzt, auf was man achten muss, was ich für Erfahrungen gesammelt habe. Weil einen Kaube-Kaffee, glaube ich, muss ich mir jetzt nicht unbedingt noch mal machen, weil dann habe ich 3 Tassen Kaffee da. Ja, für den Wotan war es gut, weil dann können wir wirklich 30 Kilometer Leistungsmarsch machen, wahrscheinlich danach, weil diese Kaffee in diesen Pergolatoren, kommt aus dem Lateinischen, hab's noch mal gelernt, ja, Pergolator, Pergolatere, keine Ahnung, heißt Filtern und Seiden, also die Italiener werden sagen Pergolatori, ich weiß es nicht, ist auch scheißegal, das sind einfach Pergolator-Systeme und genau, wir jetzt diese 2 anschmeißen und dann verkosten wir es einmal. Wie gesagt, dieser Kaffee ist sehr intensiv vom Geschmack her, was ich sehr, sehr gut finde, draußen, gerade in der Natur, wenn man dafür aufsteht, trinkt man hier eine schöne Tasse Kaffee hier. Wer Zigarettchen dazu mag, hin und wieder rauche ich auch mal eins. Das ist ja kein Geheimnis nicht. Dann raucht ein Zigarettchen dazu. Das ist wirklich was Feines, ist ein Genuss. Und das soll es draußen auch sein. Dann werden wir uns hier mal diese Perculare anschauen. Diese, ich glaube, Perculare sagt man im Lateinischen. Und wir sprechen es ja
Spekulator aus. Okay, die hat noch den gleichen Prinzip. Jetzt schauen wir uns einmal erst einmal den S-Bit an. Das ist wieder ein bisschen so die altdeutsche Version wahrscheinlich. Schaut ein bisschen anders aus, schaut sehr nostalgisch aus, ist sehr cool. Und der ist einfach so aufgebaut. Es ist ein Dichtungsgummi drin, es ist ein feiner Sieb drin. Der ist eigentlich relativ fein, da kann man nichts sagen, ist gut. Hat hier diesen Behälter, wenn ich ihn rauskriege, muss man nur mal rauskriegen. Genau, mit dieser Steigleitung drauf. Ich glaube, Steigleitung sagt man. Gehe mir davon aus, dass das heißt. Und das Ganze funktioniert natürlich selbsterklärend, wie man sagt: Wasser rein, beide ungefähr mit 200 Milliliter. Wasser oben, Kaffee, ich mache aber 2 bis 3 Löffel Kaffee, dann hat er eine gute Würze. Dann ist er auch ziemlich stark. Und das Wasser unten beginnt zu kochen. Es drückt es rauf, es vermischt schon mit dem Kaffee. Läuft wieder ab und dann druckt es irgendwann einmal mit Druck raus. Deswegen haben die auch Überdruckventil. Da ist der Tipp, dieses Überdruckventil, dort bitte immer von der Person weg, weil das, wenn er mal rauskommt, das kann ein bisschen weh tun. Hier ist das Gleiche. Hier ist einfach der Behälter, Sieb mit Steigleitung und dann geht es darauf. Ist ein bisschen anders aufgebaut, aber von der Funktionsweise her genau das Gleiche. Meine Erfahrungen zu beiden Produkten sind sehr, sehr positiv, obwohl die Bialetti hier vom Geschmacklichen her ganz klar gewinnt. Brauchen wir nicht reden. Auch von der Verarbeitung, darf ich jetzt nicht sagen, Hirschleuse sind schon wieder unterwegs, sondern einfach von der Funktionalität und von der, von der Funktionalität ist die besser, weil hier habe ich zum Beispiel festgestellt, das Problem dieser Dichtungsgummi hier. Das ist ein Lebensmittel echt, kann man auch nachbestellen, ist kein Problem. Aber ich denke, das wird mit der neuen Nase, das fällt immer raus. Egal, wenn man es reinlegt, das fällt immer raus und das nervt mich furchtbar. Man muss das also so legen und dann ist das ein ziemliches Gefriemel, das Ganze hier wieder zusammenzubauen. Das ist vom S-Bit ein riesen Nachteil, was mir persönlich nicht gefällt. Vielleicht hat einer nicht das Problem, aber ich habe das Problem und das gefällt mir nicht. Hier ist das alles total easy. Also das ist einfach Aluminium, das ist Edelstahl und es funktioniert einfach, da fällt der Aquasieb raus. Die Italiener kennen es ja, warum kennen es die Deutschen? Also das muss ich auch nicht verstehen, aber vielleicht habe ich auch ein Montagsmodell erwischt, aber das fällt immer raus und das geht mir langsam auf den Sack. Deswegen nehme ich ihn auch mit, aber es ist einfach ein kleiner Kritikpunkt, wo ich sage, einfach für das Geld sollte es jetzt da drin auch halten. Man sagt, man drückt es rein und es fällt einfach raus. Also nicht sehr schön, aber nichtsdestotrotz macht er seinen Job gut. Und ich glaube, das kann man auch irgendwo dann nachbestellen und vielleicht eine neue Dichtung auch dann heute ist auch wieder sehr schön. Aber insgesamt, nochmal ganz kurz, ist einfach die Bialetti der Klassiker. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ihr seht ja hier gleich mal das Sieb von den Italiener, das ist schon viel, viel besser. Auch die Passform, das flutscht rein, hört ihr das? Das ist super beim S-Bit. Kann sein, dass es verrutscht. Es ist einfach nicht mit Liebe gemacht. Das ist außen, das ist total geil. Also designmäßig ist der schon geiler. Und auch vom Transport her ist er geiler, weil natürlich das ist ein Riesengerät, das nehme ich nicht oft mit, außer ich bin mit dem Auto unterwegs. Also heute ihn wahrscheinlich öfter dabei, aber einfach vom Design ist er schon schöner. Aber naja, jetzt werden wir hier mal Wasser einschütten. Innen, wie gesagt, 200 Milliliter. Das ist übrigens 4 Tassen, wenn Sie es kauft. Das gibt es mit 6 Tassen, 8 Tassen, 16, keine Ahnung. Man befüllt das Ganze bis zum Ventil. Ich mache jetzt nicht so viel. Also es geht jetzt bis kurz unter das Ventil. Hier ist schon wieder Hirschlaus drin, die verdammten Drecksviecher. Und das Gleiche mache ich hier auch. Und hier sind ungefähr 200 Milliliter drin. Man setzt jetzt die Steigleitung mit Sieb ein. Und auch hier. Und gibt seinen Kaffee oben drauf. Da ist es wieder so, man kann noch belieben, Kaffee, Eidor, manche wollen da ölen dafür. Ich mag einen guten, starken, also von dem her nehme ich meistens 2,5 Löffel. Hier auch. Da haben wir 2,5 drauf. Das ist genau das Gleiche. Und wichtig ist, einfach nur ganz leicht, nicht festdrücken, einfach nur verteilen, ganz leicht andrücken. Das ist wichtig, also nicht mit so einem Espresso-Stampfer reindrücken. Das muss bei den Pergolatoren nicht sein. Okay, das schaut her. Das ist das Ganze. Man macht das jetzt hier zu. Das läuft schon fast von der Lohr von den Italienern. Kostenpunkt glaube ich um die 30 Euro. Ich habe es für 21 gekauft.
was im Angebot und der liegt da ungefähr so. Aber da seht ihr jetzt einmal das, den Kritikpunkt, weil ich kann das jetzt einlegen, wie ich mag. Das fällt hundertprozentig raus. Also von dem her, hoppala, da haben wir den drauf. Jetzt ist die Frage, wie er drauf gehört. Ich denke so. Und jetzt hier die Dichtung drauf. Und dann ist der nächste Punkt, wo mir nicht gefällt. Man muss wirklich ganz genau schrauben. Genau, jetzt. Wäre nicht das große Problem, wenn der Scheiß Sieb nicht mehr rausfindet. Dann darf das ihm alles verzeihen, weil der einfach vom Packmaß her, ihr seht es ja selber, es ist perfekt. Also das ist einfach ein geiles Gerät und das ist ein Hingucker. Also mega, mega cool. Jetzt würde ich hier meine Spiritusbrenner aufbauen. Und dann seht ihr das, den stelle ich da drauf und den nächsten stelle ich da drüben. Und dann können wir mal einschalten. Also ich habe beide gestoppt schon. Das braucht um die 7 Minuten. Aber vielleicht ist es halt ein bisschen anders einmal. Und ihr seht, der ist hart aufgegangen, auch ganz ein guter Tipp. Wenn es die ganzen ausmacht, legt ihr einen Deckel drauf oder ihr habt so einen Schieber und schraubt es nicht fest. Also nicht in warmen Zustand zuschrauben, weil es nicht mehr aufkriegt dann. Also es ist schwierig aufkriegt. Genau. Okay, so schaut das jetzt aus. Und das werden wir jetzt hier mal anzünden und unseren Kaffeemacher wieder an die Kamera laufen lassen, dass man das auch sieht. Mal den Deckel aufmachen, weil da kann man ja reinschauen, wenn durch die Steigleitung der Kaffee kommt und schon rausgedrückt wird oben, dann kann man hier zuschauen, hier kann man nicht zuschauen, da kommt es halt dann einfach hier raus, da muss ich die Tasse unten herstellen, ist auch keine große Problematik nicht, aber das ist einfach größer, das Gerät, das hat ein Zusatzgefäß, das hat noch eins, ist jetzt auf seine Art irgendwo cool, aber jetzt zünden wir es einmal an. So, jetzt sind beide Kaffee fertig. Bialetti hat 10 Minuten gebraucht, ist schön gleichmäßig rausgekommen. Beim S-Bit hat es 16 Minuten gedauert, habe aber dann umgestellt, quasi ein S-Bit auf den S-Bit-Kocher von der Tonga runter, weil der schon relativ leer ist. Nicht um das Ganze zu verfälschen, habe es schnell umgestellt und der hat 14, knapp 15 Minuten gebraucht, der S-Bit. Es ist von der Menge her weniger, es ist einiges noch drin geblieben. Warum das nicht ganz rausgeht, weiß ich nicht. Die Hitze ist definitiv, weil der ist voll mit Spiritus, der brennt richtig gut. Aber es ist nicht ganz so viel. Jetzt geht es ans Geschmackliche, lassen wir ein bisschen abkühlen, weil das ist natürlich schon sehr heiß. Da hat man jetzt den Vorteil beim S-Bit, es ist in der Tasse drin und hier ist noch in der Kanne. Was auch sehr gut ist, weil diese Kanne das Ganze sehr, sehr lang warm hält. Wenn man gar nicht heiß trinkt, kann man den drin lassen. Der bleibt echt eine halbe Stunde lang warm da drin, das ist super. Genau. Schauen wir mal, wie das Geschmackliche rauskommt von der ganzen Geschichte. Ist jetzt für mich auch sehr gut, weil ich beide im Vergleich habe. Jetzt, weil normal nehme ich entweder den hier oder den. Und jetzt habe ich beide einmal. Dann trinke ich jetzt einmal den Kaffee schnell und dann noch den. Und werde ich einmal mitteilen, was jetzt da geschmacklich ein Unterschied ist. Also der letzte Schluck vom S-Bit. Diesen hier. Oh, der ist heiß. Und da ist so, dass ich den sehr, sehr stark finde. Und mit einer überdurchschnittlichen bitteren Note. Vielleicht ist es auch nicht der richtige Kaffee. Ich habe normalen Filterkaffee, verwende ich eigentlich immer, auch für einen Cowboy-Kaffee. Und das ist einer vom Aldi. Nichts Großartiges, aber der passt auch. Vielleicht sollte man doch wirklich einen feinen Kaffee vom Mahlgrad her. Aber ja, es ist ein richtiger Männerkaffee, sagen wir es so. Ihr seht es hier, das Rausschütten, ein Traum. Mit der Bialetti, den Rest lassen wir noch drin für nachher. Jetzt werde ich das einmal verkosten. Genau. Ja, beide jetzt, das ist einmal gut. Im Vergleich. Ganz anders. Ist krass eigentlich, dass das gleiche Verfahren, gleiche Kaffee, gleiche Wasser. Aber doch total unterschiedlich. Gleiche Menge. Viel besser. Nicht so bitter, ein bisschen mehr wässriger wie dieser hier, aber sehr, sehr kräftig. Und das, was geil ist, hat eine leicht cremige Noten. Ist schon fast schokoladig. Ich bin jetzt nicht der Spitzentester, der wo hier
Kann ich nicht. Aber ich glaube, das können viele. Und aber ich kann jetzt auf jeden Fall sagen, dass dieser hier definitiv um Welten besser schmeckt. Der andere ist auch nicht schlecht, aber das ist einer fürs Elefantentreffen oder Motorradtreffen in der Früh aufstehen und so ein Ölkaffee trinken, bitte. Das können die Italiener wirklich besser. Muss man sagen. Das ist eine schöne Tasse voll. Und beim Spit ist nur die Hälfte Menge rausgekommen. Es ist nicht mehr rausgekommen, ich habe es stehen lassen. Keine Ahnung warum. Ja, meine Eindrücke, meine Erfahrungen, wo ich es an euch weitergebe. Was ihr hier kauft, ist mir egal. Könnt ihr es probieren. Ich will überwiegend weitermachen mit einem Kabelkaffee. Das ist natürlich geschmacklich ganz besonders. Ich mag ihn sehr gern. Gerade draußen Outdoor liebe ich den Kaffee in der Früh. Einfach mit Schmutz drin, mit Nadeln drin. Muss jeder für sich selber entscheiden. Einer findet es anreitig, kreislig, asslig, was weiß ich. Aber ich finde es richtig gut. Da ist es auch so beim, weil es ein Aussprecher möchte, beim Kaube-Kaffee ist auch wieder so, nehmt sage ich, 200 ml Wasser, dort zwei gehäufte Teelöffel mit Sicherheit oder mehr, eine, je nachdem wie ihr es wollt, kocht das Ganze auf, wenn er aufkocht, nicht zu lange, stellt ihn weg und schützt kaltes Wasser, zwei, drei Stamperl drauf noch. Das ist dafür da, dass sich das Wasser dann ja, abkühlt und die Sedimente, quasi der Kaffeesatz, nach unten sinkt schneller. Das ist gut. Habe ich auch öfter probiert. Ich mache es so, dass ich einen Kaffee aufkoche, dann rühren, dann lasse ihn absetzen, dann rühren nochmal, lasse ihn wieder absetzen. Dann kann man vielleicht ein bisschen kaltes Wasser draufschütten, je nachdem, und dann trinken. Und ich trinke einen Kaffeesatz auch weitgehend mit. Nicht alles, alles mag ich nicht. Aber viel Kaffeesatz heißt ja, macht schön, anscheinend bringt es bei mir nichts. Aber ist mir auch egal. Oh Gott, das ist ein Traum. Kaffee ist ein Traum. Ist so. Tee ist auch ein Traum, Kaffee ist auch ein Traum. Okay, habe ich wieder mal ein bisschen gelabert hier. Und dann geht es natürlich auch wieder weiter mit Overnight-Videos und so weiter. Und auch einmal ein Vorstellungsvideo von meiner neuen Ausrüstung, wo ich alles so dabei haben werde. Es wird sehr wenig werden im Gegensatz zu früher, aber auch noch immer zu viel, was ich festgestellt habe in letzter Zeit. Aber es hat einen bestimmten Hintergrund. Das seht ihr dann auf die Tourenvideos. Es kommen Tourenvideos, wo ich nichts erzähle. Es kommen Tourenvideos, wo ich was erzähle. Hier labert ich ja eh die ganze Zeit immer. Und ja, dann darf ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder. Ich trinke jetzt hier den Kaffee. Dann geht es mit Votiboy weiter. Habt ihr eh schon gesehen, der ist schon sehr unruhig. Der mag unbedingt weiter. Läuft dann ständig vor Kamera. Aber nein, ist jetzt so. Man kann es nicht ändern. Und das wird sich auch nicht ändern, weil er die nächsten 10, 15 Jahre immer dabei sein wird, bei dem Video höchstwahrscheinlich. Und dann ist es halt einfach so. Ganz einfach. In dem Sinn sage ich danke fürs Zuschauen, danke für eure Unterstützung. Wer mich mehr unterstützen mag, schaut auf Instagram, lasst ein Like da, kommentiert irgendwas, dass der Algorithmus ein bisschen vorwärts kommt. Wenn nicht, ist auch wurscht, könnt ihr es machen, wie es schmeckt. In dem Sinn sagt der Weitler, pfiat euch und bis zum nächsten Mal.